Fertigkeit zu gering. Fertigkeit zu gering. Alter, ich kann hier ja gar nichts machen, weil ich zu dumm bin. So, ich komme da hinten her, da muss ich wohl hier durch. Ja, sieht gut aus. Stirbt. Steht mir im Weg. Oh, kann ich nicht speichern, schade. Oh, ich will mich da nicht. Bevor es zu spät ist. Lassen Sie mal hören. Wer sind Sie und was wollen Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Irgendwie klang sehen Sie? Der letzte Teil seltsam, den Sie gesagt hat. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Ich traue ihr nicht, irgendwie. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich wusste ich doch, nie. Das klang seltsam. Oh. Oh. Mir gefällt Ihre Art zu denken, Schlammert. Das habe ich mir gedacht. Okay. Ich traue nicht. Ich traue ihr nicht. Ich glaube, sie lockt uns in eine Falle. Natürlich nicht sie selbst, sondern ihr gesteuertes Ich. Ah, Fahrstuhl. Da möchte ich einmal kurz Sicherheits-Save. So. Falls er wieder stecken bleibt. Okay, alles gut. Er fährt, ganz normal. Oh, was ist das? Das ist doch so ein Sender, oder? Möglicherweise die fehlenden Informationen. Saren muss dafür büßen, was er meinem Volk angetan hat. Okay. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber
letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ganz egal, wie Ihr Plan aussehen mag, er wird scheitern. Dafür werde ich sorgen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Ich hoffe, die nehmen das auf, dass sie auch einen Beweis davon haben. Oder irgendwas in der Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen, nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine und Maschinen können... Das ist Ansichtsweise. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. So langsam nimmt die Story ja doch endlich Fahrt an. Hat lange gedauert. Commander, wir bekommen Ärger. Dann lass ihn mal hören. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Die Konsole funktioniert nicht mehr. Ideen, Commander Shepard? Legen wir die Bombe. Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Muss ich denn dann lang? Sehr gut. Gespeichert wurde. Also brauche ich keine Angst haben vor dem Fahrstuhl. Das überhaupt nicht. Der Fahrstuhl fährt. Los, fahr. Wir haben nicht viel Zeit. Gegner? Keine. Werf ihn.
irgendwas. Ah, das war doof. Egal. Die Gate kehren um. Shepard muss näher kommen. Yaito, machen Sie einen Bogen um sie. Lassen Sie sie hier. Lassen Sie sie... So, das habe ich, Soldat mache ich dann noch komplett und dann... ...werden ausgegraut, wenn sie nicht über einen entsprechenden... Da werde ich hier auch nochmal zwei Punkte drauf machen und aber jetzt auch mal mit Fitness anfangen. So. Jetzt wird was passieren. Okay, da ist einer dieser Geschütztürme. Könnte einige böse Löcher. Deswegen machen wir ihn jetzt kaputt. Unsere Antwort auf alles. Kaputt. Ach, das ist noch so ein Ding. Oh ne, das ist nur so ein... Oh! Hier das mal. Habe ich den Turm jetzt ausgeschaltet oder? Vorsicht! Sie sind uns mit dem Aufzug gefolgt. Quatsch, kann sowieso nichts. Ist der Turm jetzt aus? Habe ich das richtig verstanden? Gute Arbeit am Geschütz, Commander. Wir haben das andere in Sichtweite. Soll ich jetzt mit dem hochfahren? Ach, wir fahren runter. Ich hätte gedacht, wir fahren jetzt hoch. Und ich habe nicht gespeichert vor dem Vorstoß. Das war gefährlich. Ich speichere aber jetzt. Da ist das Geschütz. Vernichten Sie die Gate und bringen Sie die Sprengladung an. Okay. Das ist so leicht gesagt wie getan. Nun müsste ich wissen, wo ich die Sprengladung anbringen soll. Ah, ich muss erstmal noch durch die Tür. Okay. Sprengladungen sind angebracht. Alle Mann runter. Sofort! Achso, ich dachte, ich muss das machen. Oh, hier wird ein Kampf. Hier wird ein Kampf stattfinden, oder? Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Oh, hier Commander, wird ein Kampf ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. War das die Normandy? Oh, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Es ist die Normandy. Wozu dann diese Kraftstofftanks? Tanks. Hier wird gleich was passieren. Ist doch... Ach so, vielleicht wegen der Bombe, okay. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams.
Sie kann Nein, nichts Commander. Entkommen. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahi ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Ach ja, Halten natürlich. Sie durch. Komm Wir kommen ich. Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Boot Gut. vom Flakturm. Auf geht's. Los. Dann nehme ich jetzt wieder die beiden mit. So. Obwohl es auch mit ihm gut funktioniert hat. Wo muss ich denn lang? Muss ich hier durch? Ah, die Tür ist zumindest offen. Oh, okay, hier sind echt einige. Komm schon. Down, geh weg. So ein bisschen wie die Brute aus Halo. Eigentlich habe ich jetzt voll keinen Bock, die noch retten zu können. Oh, ich will erstmal sichern, bevor ich hier einsteige. Dieser Ort ist böse. Er muss zerstört werden. Wir sind dabei. Kann es sein, dass ich den falschen Weg gegangen bin? Oder kann ich hier... Ach, hier kann man ja. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geth. Ich komme zurück. Halten Sie durch, Lieutenant. Ich komme und hole Sie da raus. Negativ. Es sind einfach zu viele. Ich glaube nicht, dass wir Sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Alenko, funken Denk Sie ich gar nicht an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Klar, ich hab Sie gefällt. Kämpfen Sie hart und sterben Sie erhobenen Hauptes. Zu Befehl, Commander. Das ist aber auch hart. Einfach zu sagen, sterben Sie, aber kämpfen Sie nochmal vernünftig. Überhaupt keine Hoffnung schenken. Aber ein bisschen hat sie das auch verdient, also was soll ich sagen? Jetzt würde ich gerne mal sprinten, um mich mal ein wenig zu beeilen. So, hinter der Tür. Also hier findet wirklich ein Kampf statt. Wie könnt ihr euch von diesen schwachen Gegnern überhaupt einengen lassen? Liara, ich brauche mal deine Kräfte. Hopp. Verfügbar? Achso, sie macht das schon. Ich bin eine Stufe aufgestiegen, das mache ich nochmal schnell. So. So, das war glaube ich auch schon der letzte. Commander, legen Sie die Bombe und dann raus da! Wir können Sie nicht länger... Verdammt! Sperrfeuer! Decken Sie die Flanke! Decken Sie... Oh, der ist es. Das ist der Gerücht mit mir. Ärgerlich. Mein Applaus, Shepard. Meine Geth war
hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Sie arbeiten Saverin und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auflöschung? Ich würde eher sterben, als unter der Knechtschaft solcher Maschinen zu leben. Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Saverin an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Saverin benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Saverin ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Saverin braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Ich bin nicht wie Sie. Ich sterbe lieber im Kampf, als Sklave zu leben. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Saverin wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Aber wozu sollten die eine Allianz wollen? Die bringen ihn doch gar nicht. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Wow, wo sind die anderen mal? Ich spiele doch mal. Ja, mich ärgert, dass ich Rex jetzt nicht dabei habe. Kann man nichts machen. Warum fliegt der jetzt da hinten? Fliegt mal über einen Tank rüber. Zack, ah! Was haben die jetzt gerade? Was ist denn jetzt passiert? Das wird nicht jetzt. Wir haben Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Mission ist wichtiger. Nein. Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen.
Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden. Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Sarah das Portal finden. Wie konnte sie das daraus erkennen? Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Ah, ich will gar nicht nachfragen. Wir müssen nach Eilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Das hält mich nicht auf. Die Röhre ist auf Eilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Eilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Jetzt soll er es tun. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Wird es jetzt Zeit, vielleicht mal zu erwähnen, worum es hier wirklich geht? Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Ich mach es einfach. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Einfach. Ja, das finde ich gut. Wir haben wohl das Signal verloren, Joker. Verstanden, Commander. Sehr gut. Genau sowas wollte ich machen. Okay, das war die Mission. Ein Wettlauf gegen die Zeit, die Sovereign. Oh, ich muss das machen, oder wie? Nein? Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Endlich. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Ein bestimmender Blick.
Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Und was ist mit Eilos? Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Eilos anzugreifen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Okay. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Nachricht geben. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Ja, dann nehme ich wieder die beiden mit. Und ja. Ich werde jetzt aber erstmal. Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. Ich werde jetzt aber auch erstmal hier wieder einen Stopp machen. Und an einer anderen, zu einer anderen Zeit weiterspielen. Aber es wird weitergehen.